AHA, BHA, Retinol. Was ist das eigentlich? Hallo zum 10. Teil der Beauty-Tipps bei Anna und diesmal kümmern wir uns um die ganzen Säuren. Ich werde ständig gefragt, AHA, BHA, Retinol, was ist das eigentlich? Was tut es? Tut es meiner Haut was Gutes? Sind doch Säuren, oje, oje. Ich versuche mal so ein klein wenig da ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, mal wieder. Ja, grundsätzlich Säuren, ja, es klingt heftig, aber nein, sie tun uns tatsächlich richtig was Gutes. Denn die Säuren sind grob gesagt erstmal dafür da, alte, abgestorbene Schüppchen runterzunehmen und deine Haut zu regenerieren. Die Säuren, die hauptsächlich zum Einsatz kommen, das ist die Salicylsäure, die Mandelsäure und die Acelainsäure. Sie alle sind dafür da, wie schon erwähnt, dass die abgestorbenen Hautschüppchen runterkommen. Sie spenden Feuchtigkeit, sie sind antibakteriell, sie lösen den festen Talg in den Poren und lassen ihn besser abfließen. Sie regulieren und stoppen die Melaninsynthese, das heißt, dass die Haut ebenmäßiger wird. Und das finde ich besonders toll, weil es natürlich gegen die Pigmentverschiebungen hilft. Zur Anwendung der ganzen Fruchtsäuren, die es mittlerweile als Reinigung gibt, als Gesichtswasser, als Peeling kennt ihr die ja sowieso schon lange. Ein klein bisschen muss man was beachten. Zu häufig ist nicht gut. Mal wieder, natürlich, die Menge macht das Gift. Man kann es als Kur anwenden, man kann es zum Beispiel wie die Gesichtswässer dann zur täglichen Pflegeroutine einsetzen. Welche davon jetzt für deine Haut und für welches Hautproblem oder Hautschwierigkeit geeignet ist, das erfährst du natürlich von deinem Hautspezialisten, zum Beispiel bei mir. Denn da kann man und muss man einige Sachen beachten. Und natürlich auch da mein Lieblingsthema, den Lichtschutz nicht vergessen. Zum Retinol ist zu sagen, es ist das älteste Antifaltenmittel. Auch die Medizin greift da noch sehr, sehr gerne dazu. Es mildert kleine Fältchen, es kurbelt die Hautregeneration an und die Erneuerungsprozesse. Kleine Rötungen, sanfte Rötungen werden damit gemildert und die Haut wird ebenmäßiger. So, das war's auch schon. Das waren die wichtigsten Punkte, die es zu AHA, BHA und den Retinolen gibt. Ich hoffe, dass du jetzt so ein klein wenig den Durchblick da hast. Wenn du Fragen hast, welches Produkt, was darf ich anwenden, wie lange darf ich es anwenden und, dann scheue dich nicht, mich zu kontaktieren. Du weißt ja wie, bekannte Stelle, bekannte Adresse, bekannte Telefonnummer. Bis dann!